Herzlich willkommen bei Eschas Tarot, bei den Vollmondlegungen. Lieber Steinbock, diesmal lege ich für dich. Der Vollmond im April steht im Sternzeichen der Waage. Ich habe mich diesmal für ein Legesystem entschieden. Das heißt, das Geheimnis der Hohen Priesterin. Ich habe hier eine Karte hingelegt, hier die hier, um so ein bisschen das Legesystem zu erklären. Aber die Hohe Priesterin hat an sich nichts damit zu tun. Die liegt hier einfach nur zur besseren Visualisierung und zum besseren Verständnis, was ich hier erzähle. So. Als erstes mische ich die Karten in der Hand, um Ihnen die Gelegenheit zu geben, rauszufallen, lieber Steinbock. Und ja, mit dem Vollmond in der Waage kommen sehr interessante und sehr schöne Energien, finde ich. So ein Streben nach Harmonie und Partnerschaft und eine Atmosphäre des Wohlwollens und der Zusammenarbeit. Man geht aufeinander zu, man macht mehr Kompromisse. Du musst dich halt so ein bisschen davor hüten, dass leere Versprechungen gemacht werden, ne? Die dann im Endeffekt nicht gehalten werden. So, ich erkläre gleich die Legung, wenn ich hier mit den Karten, wenn ich die umdrehe. Ein paar Karten brauche ich noch. Das Schöne bei der Legung hier ist, dass wir auch ein Geheimnis ergründen werden, was für dich, lieber Steinbock, sein wird. Auch für die Aszendenten oder beziehungsweise für die Menschen, die im Zeichen der Sonne Steinbock sind. Das sind zu viele. Eine einzige brauche ich noch, dann haben wir es. Dann fangen wir an. Okay, hier sind mehrere rausgefallen. Das hier ist das Geheimnis. Gut, fangen wir an. Als erstes kommen wir hier zum Hauptthema. Das ist hier diese gekreuzten Karten. Das soll hier dieses auf der Brust, dieses Kreuz der Hohen Priesterin darstellen. Und da haben wir, oh, sehr schön. Steinbock, das gefällt mir hier schon mal sehr gut. Wir haben hier auf der einen Seite, du kommst wieder in die Lebendigkeit rein. Es fühlt sich an, als ob so ein Steinblock von deiner Brust entfernt wurde. Als ob da die Fesseln, die dich sonst gehindert haben, etwas zu tun und lebendig zu sein, als ob die entfernt wurden. Gleichzeitig haben wir hier auch noch die mit den Sternen, haben wir so eine Glückskarte. Also wirklich eine Karte, die anzeigt, der Steinbock darf jetzt endlich Glück haben, dem Steinbock darf jetzt endlich alles Mögliche gelingen, alles, was du anpackst, steht unter einem guten Stern. Du wirst eher zu viel als zu wenig haben von guten Sachen. So, das ist schon mal eine sehr, sehr schöne Legung und es kann sein, dass sich das hier in diesen Mondenergien auch sehr schön manifestiert bei dir, ne? Dass da jetzt wieder so eine wohlwollende Stimmung aufkommt, dass Menschen wieder harmoniebedürftiger werden und sich dadurch vielleicht auch Streitereien auflösen und du wieder mehr in die Lebendigkeit reinkommst. Und auch mit den Sternen, das ist eine Karte, die zeigt eine schöne Zukunft. Also das heißt, du kannst sehen, dass es besser wird, dass es schöner wird, als es jemals war oder als es vorher war, ne? So, ich habe mich für diese Legung entschieden, für dieses Legesystem, weil hier diese Mondphasen angezeigt werden. Vollmond, zunehmender Mond, abnehmender Mond und das sind so die Energien, die wir hier für das Thema haben. Okay, der Haupt Einfluss ist so eine Optionengeschichte. Also da wird so mit Optionen herumhantiert und es geht auch tatsächlich hier so ein bisschen um so ein Auf und Ab. Ich glaube tatsächlich, vielleicht gab es in deinem Leben so ein Auf und Ab. So mal, dann wurde es gut, dann wurde es besser, dann wurde es richtig schlecht, ne? So diese, wie so Wellen. Und ich glaube auch tatsächlich, dass dich das so angenervt hat, dass du aus diesem Auf und Ab, was dich dann auch gefesselt hat, was dich einfach in deiner Bewegung und dich eingeschränkt hat, dass du dich daraus gelöst hast. Ne? Dass dieses Optionen hin und her wälzen oder diese Optionen vorgegeben kriegen, dass das irgendwie jetzt abgeschüttelt wurde und du dadurch einfach jetzt wieder mehr Handlungsspielraum hast. Ich weiß nicht, vielleicht. Ich gebe immer Beispiele, ich sehe ja nur Energien, aber das Beispiel wäre zum Beispiel, du hast auf der Arbeit hast du so einen befristeten Vertrag und der Chef sagt dir immer, ja, wir machen unbefristet, nein, wir befristen weiter, unbefristet, nee, doch befristet, ne? Und dieses immer dieses Auf und Ab. Das ließ dich einfach nicht planen. Das ist das Problem. Das ließ dich überhaupt nicht planen und es gab dir keine Sicherheit. Vielleicht war das auch ein Partner, der einfach gesagt hat, so auf der einen Seite, ja, ich möchte was Festes, ah, nee, doch nicht. Ne? Und dieses Optionending, das war der Einfluss, warum du dich daraus befreit hast.
Die zunehmende Energie ist hier tatsächlich, du bist dran gewachsen. Ne? Der Magier ist immer eine Kompetenzenkarte. Der zeigt wirklich viel an, was du da für Schlüsse gezogen hast und die dann auch wirklich für dich genutzt hast. Ne? Es wirkt hier so ein bisschen, als ob du etwas in die Hand genommen hast. Als ob da vorher jemand anderes war, der was in die Hand für dich genommen hat, der für dich entschieden hat, der bestimmt hat. Und jetzt bist du aber in der Position, in der du gesagt hast, halt, stopp, ich mache das für mich selber. Das ist mein Leben, das ist meine Arbeit, das ist meine Liebe, ich bestimme jetzt selber, was ich da in die Hand nehme, und das scheint sich hier ausgezahlt zu haben. Die Energie, die abnimmt, ist tatsächlich eine Energie, die so eine abwartende Haltung. Auf der einen Seite sind Münzen Arbeitskarten, aber hier wird nicht gearbeitet, sondern hier wird nur zugeschaut, was passiert. Du hast hier einen alten Mann auf dem Marktplatz und der versucht, seine Früchte zu verkaufen. Ne? Er schreit jetzt aber nicht wie so ein Marktschreier auf dem Hamburger Fischmarkt und möchte seine Früchte anpreisen, sondern er sitzt da einfach nur und wartet. So, und diese abwartende Haltung, das ist eine Kraft, die dich langsam verlassen wird. Du nimmst wieder Dinge in die Hand und du entscheidest Dinge wieder selber. Das heißt hier, du gehst weg von den Münzen, von Menschen, die selber Verantwortung übernehmen, und machst das hier selber. Du hast noch mehr Kompetenzen im Rucksack, als die Menschen dir weismachen wollen. So, das ist so eine ganz schwierige oder ganz wichtige Nachricht hier in der Legung. Oder eine sehr wichtige Nachricht, ne? Diese beiden Karten zeigen die Säulen bei der Hohen Priesterin an. Wir haben ja eine dunkle Säule, wir haben eine helle Säule, ne? Das zeigt das Unterbewusste, das Bewusste, Dunkel und Licht. Ah, guck mal hier. Wir haben im Dunkeln, haben wir hier noch ganz tiefe Grübeleien. Also wirklich sehr tiefe und sehr angestrengtes Nachdenken. Ne? Das wäre ganz gut, wenn du dir das auch eingestehst. Ich weiß nicht, ob dieses Nachdenken und dieses Grübeln, ob das hilfreich ist oder vielleicht sogar angebracht in deiner Situation. Das weiß ich nicht, weil das ist hier wirklich eine sehr schwierige Sache, die ich hier auf dem Tisch habe. Ne? Da scheinst du wirklich einen Befreiungsschlag gemacht zu haben und vielleicht grübelst du, ob das so wichtig oder richtig war. Ne? Auf der anderen Seite kann dieses Grübeln aber auch übermäßig sein und dich wieder binden, oder es kann auch wichtig sein. Also ich würde mir tatsächlich, es ist leichter gesagt als getan. Ich habe mir selber grübelfreie Zeiten verordnet. Grübelfreie Zeiten, in denen ich keine Gedanken wälze und mir keine Sorgen mache. Auch das würde dir vielleicht gut tun. Auf der hellen Seite, die im Licht steht, haben wir hier deine Liebesbeziehung. Ne? Oder die Liebenden. Also hier tatsächlich, es wirkt so ein bisschen, als ob da jemand, wenn sich das hier auf eine Beziehung bezieht, wirst du wahrscheinlich jemand Neues finden oder vielleicht schon jemand Neues im Auge haben. Und das ist etwa eine stärkende Kraft hier in dieser Legung drin. Es kann auch sein, dass das hier gar nicht mit der Liebe zu tun hat, sondern mit dem Job, ne? Dann wäre hier deine große, wichtige Stütze, wäre deine Liebe. Jemand, der dich aufrichtig liebt und jemand, der dahingehend wichtig ist, dass die Karten dir sagen, dass diese Liebe aufrichtig ist und diese Liebe dich stützen wird in dieser schwierigen Zeit. So, dann haben wir hier die letzte Karte, bevor wir zum Geheimnis kommen. Das hier ist, worauf es hinausläuft. Und das wird sich nicht so schnell entwickeln, wie du denkst. Das ist so ein bisschen das Thema. Hier geht es auch so ein bisschen um Geduld haben und abwarten. Du hast die ersten Schritte eingeleitet für eine bessere Zukunft, für ein besseres Leben. Es fühlt sich schon mal alles sehr viel lebendiger an, aber es ist noch nicht alles so schön, wie es sein könnte. Das ist wichtig. Du hast hier noch eine ganze Menge vor dir und da muss noch ein bisschen Zeit den Fluss hinablaufen. Sagt man das so? Zeit verrinnen oder im Sandglas runterrieseln, bevor es dann wirklich dahin geht, wo es wirklich hingeht. Ne? Es kann sein, dass du hier anfängst, dir, wie gesagt, so sorgenfreie Zeiten zu verordnen, ne? dieses Abwartende, dass du das schon mal durchbrochen hast, aber du darfst jetzt natürlich auch nicht alles niederrennen, nur weil du jetzt merkst, okay, mit Lebendigkeit und Entscheidungsfreude komme ich hier gut voran, deswegen entscheide ich jetzt für alle anderen mit, ne? Das machst du natürlich bitte nicht. Also es wirkt hier tatsächlich so, als ob hier nochmal ein bisschen, oder vielleicht ist es auch ein kleiner Rückfall in dieses, ich warte ab und ich gucke, was passiert, ne? Das kann auch sein. Dann würde ich aber wirklich aufpassen. Es ist nicht so ein Abwarten wie vorher, aber so ein kleiner Rückfall, das kannst du auch sein. Ne? Da musst du halt gucken, dass du da wieder den Popo hochkriegst, ne? Weil das hat hier schon mal gut funktioniert.
Jetzt kommen wir zur letzten Karte. Die soll die Mondbarke bei der Hohenpriesterin anzeigen. Und das ist quasi das Geheimnis der Hohenpriesterin bzw. der Steinböcke. Auch der Steinböcke, die in Sonnenzeichen Steinbock sind, im Mondzeichen, Aszendenten etc. Und da haben wir kein Geheimnis. Es wäre ein Geheimnis gewesen, wenn diese Karte eine Karte aus der großen Arkana ist. Dadurch, dass sie jetzt mit den vier Stäben eine Karte der kleinen Arkana ist, haben wir hier kein Geheimnis, was gelüftet werden möchte. Oder ein Geheimnis, was noch nicht gelüftet werden möchte. Okay, liebe Steinböcke, ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, das war mindestens genauso spannend wie für euch, wie für mich. Wenn ihr Anmerkungen und Kommentare habt, schreibt sie mir gerne in die Kommentarspalte und bis zum nächsten Mal.